So, heute nehme ich euch mit rein und zeige euch, wie man so Krallen macht. Also, die habe ich schon mal vorgemacht. Die bearbeite ich dann immer noch nachträglich ein bisschen mit wasserfestem Holzleim. Dann kriege ich eine schöne Struktur und ein bisschen biege kann man die auch noch mit einer Zange. So, also die habe ich gestern gemacht. Und jetzt zeige ich euch, wie man solche macht. Und zwar habe ich Draht genommen, habe den so gebogen. Ups, weil ich möchte ja festnähen, damit er stabil drin sitzt. Und ich tue jetzt diese Drahtvorrichtung mit Holzleim, in Holzleim tupfen. Dann habe ich hier meine Baumwollwatte, wo ich solche kleine Teile abmache. Viel zu viel, es klebt alles. Dann nehme ich das und wickle das um diesen Draht herum. Diese Art von Kralle gefallen mir, sehen am natürlichsten aus später und gefallen mir am besten. So, immer schön drehe. So, dann wieder ein bisschen von dem Holzleim drauf. Wichtig ist, dass er wasserfest ist. So, da gibt es nämlich verschiedene. Und das mache ich dann so lange, bis ich zufrieden bin von der Dicke und der Länge der Kralle. Also es sind so viele kleine Details, wo dann aber im Endeffekt wunderschön aussehen. Und ich nähe das später dann wie ein Glasauge an. Das heißt, ich gehe dann durch, mache den Faden durch und tue das zusammendrücke mit einer Zange. So. Und wie gesagt, später kann man das noch ein bisschen mit einer Zange drücken und noch einmal mit Holzleim ein bisschen. Der Holzleim muss so lang drauf, bis es schön stabil ist. Drehen, drehen, drehen. Nicht. Vorführeffekt. So. Jetzt wird's. Und es hat der Hund hat auf jeder Seite 4 Kralle. Das heißt 16 Mal.